Könnte ich machen. Frau Meier, welche Trends sind für Sie die wichtigen im Markt? Zurzeit ist das natürlich vor allem die elektronische Patientenakte, die eines der ganz wichtigen Gestaltungsthemen der nächsten 2 Jahre sein wird. Und wir sind ja hier bei den Gesundheitsnetzwerkern. Wir gucken uns diese Frage vor allem vor dem Hintergrund an, wie kann eine elektronische Patientenakte der Versorgung nützen? Also wie können Projekte der Versorgung auf diese Akte zurückgreifen? Wie kann sie Versorgung voranbringen? Wie kann sie Versorgung verbessern? Welche zentralen Botschaften konnten wir dazu hier hören? Die zentrale Botschaft, die in allen Panels geäußert wurde, sowohl aus Patientensicht wie aus Arztsicht wie aus Forschungssicht, war immer wieder, wir brauchen standardisierte Daten. Denn das, was jetzt als Patientenakte in Deutschland geplant ist, wird letztendlich ein Datengrab sein, das keine strukturierten Zugriffe auf die Inhalte erlaubt. Sowohl Patienten für ihre Behandlung wie auch Ärzte für das, was sie versorgen möchten, möchten Zugriff haben auf Informationen und nicht nur auf vorhandene Dokumente. Und Informationen aus den Dokumenten bekomme ich nur, wenn ich standardisierte Daten habe, strukturierte Daten, die Suchmöglichkeiten eröffnen, zum Beispiel nach Allergien, die behandlungsrelevant sein können. Dann wird daraus auch ein Versorgungstool. Welche Eindrücke hatten Sie in Richtung Stand der Entwicklung und Aufforderungen an die Politik in diesem Kontext? Der Stand der Entwicklung ist enorm. Wir haben ja ganz viele verschiedene Sichtweisen hier vertreten, sowohl Arztnetze, die schon Patientenakten einsetzen, wie auch Industrieanbieter, die welche entwickelt haben, kleine Unternehmen, die speziell für bestimmte Projekte Software entwickelt haben, die im Prinzip eine Patientenakte sind. Wir wären sehr viel weiter als die offizielle Lösung im SGB V, das derzeit darstellt. Natürlich hat das BMG da auch den Anspruch, noch besser zu werden als das, was derzeit im Gesetz steht. Aber klar ist auch, wir brauchen bessere Lösungen als die, die jetzt geplant sind. Gibt es bereits Pläne für den Kongress im nächsten Jahr? Ja, das wird mich jetzt die nächsten Wochen beschäftigen. Wir werden sicherlich das Thema elektronische Patientenakte weiterverfolgen. Wir werden uns aber auch sehr viel mehr wieder um digitale Ansätze in allen möglichen Versorgungsbereichen kümmern. Es gibt so tolle Diagnosemöglichkeiten, die das Smartphone mittlerweile kann. Es gibt so viele digitale Ansätze, die wir in Versorgung reintragen können. Und ich glaube, dass wir da mit den digitalen affinen Menschen und mit den Netzmenschen hier wirklich eine hervorragende Plattform haben, um das noch besser zusammenzubringen.